Hier nimmt er mich von hinten auf. Eins nach dem anderen hinten bei der Nase. Ja, bist du von hinten auf, ganz schön. Ja. Jetzt habe ich gedacht, wer eine Ratte war. Ne? Und da war ich gelaufen und dann Mann, ich sage, hier ist eine Ratte. Da kürzelt. Und dann habe ich es aber liegen gelassen, damit Herbert sich das anguckt. Da sagt Herbert und Marco, nee, das ist Igel. Dann habe ich es weggemacht, nächsten Tag war wieder. Heute habe ich aber mal, also gestern hatte ich es bei mir vor Augen, der war aber größer. Ich habe es nämlich rausgezogen. Der ist auch größer geworden. Ich denke ja nochmal. Andersrum. Jetzt haben sie aber verraten, wie das machen. Ja, ich muss mal Gabi. Hier hin beim Aufziehen. Begrüße Sie zu unserem Schützenfest und heiße alle recht herzlich willkommen.
Mein besonderer Gruß gilt unserem Sonnenkönig Eberhard Teuber, der charmante Königin Margret Teuber sowie den Damen und Herren des Throngefolges. Des Weiteren begrüße ich unseren König der Könige Uwe Büst sowie unser Bierkönigspaar Dagmar Haßmann und Peter Backey. Wir begrüßen Sie mit einem dreifach kräftigen Hallo! Ferner begrüße ich unsere Kapelle, die Modi Boys aus Hasewinkel und unseren Tischjockey Detlef Nasebach in der Sektbar. Ich begrüße auch die hiesige Presse und bedanke mich schon im Voraus für ihre objektive Berichterstattung. In diesem Jahr feiert der Schützenverein Sundern sein 64. Schützenfest. 64 Jahre sind zwar kein Jubiläum, aber getreu nach dem Motto, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. So haben wir uns auch diesmal in der Vorbereitungszeit bemüht, die Weichen für ein gelungenes Fest zu stellen. So kann es nun losgehen. Sundern sollte im Zeichen der grünen Jahreszeit stehen, also im Zeichen unserer Schützentracht. Dank sagen möchte ich an dieser Stelle allen Spendern, die durch Zuwendung an unserem Verein mit zum Gelingen des Festes beigetragen. Ganz besonders aber allen Schützenschwestern und Schützenbrüdern, die vor und hinter den Kulissen ihren Einsatz für unseren Verein gebracht haben. Denn gerade in der heutigen Zeit ist es nicht immer selbstverständlich. Bevor wir nun zur Verleihung der Orden und Ehrenzeichen des Westfälischen Schützenbundes kommen, wünsche ich allen ein paar fröhliche und unterhaltsame Stunden und dem Fest einen schönen Verlauf. Dankeschön. Jetzt möchte ich ein paar Schützenkameraden auszeichnen, die 25 Jahre dem Schützenverein die Treue gehalten haben. Es sind in diesem Jahr Günter Flottmann, Dieter Rockmann, Günter Quidor und Heinrich Hanhörster. Ich bitte Sie einmal mal nach vorne. Was haben wir noch? Günter Flottmann, hier, komm mal, hier. Bitte. Günter, wo ist denn hallo, jetzt, ich möchte im Schrank. Raus, Brötchen! So, nun kommen wir zur Verleihung der goldenen Verdienstnadel des Westfälischen Schützenbundes. Für Verdienste um das Schützenwesen wird die Schützenschwester Rosi Lindenkamp. Burkhard Stickling. Und Gabi Jäger. Und ich habe keine Training auch. Liebe Schützenschwestern, Schützenbrüder, jetzt habe ich die Ehrenurkunde für hervorragende Verdienste um das Schützenwesen. Es ist nicht so einfach, da an diese Ehrennadel dran zu kommen, denn sie unterliegt harten Gesetzen und wer sie bekommt, der muss die Ehrennadel mindestens 7 bzw. 8 Jahre schon haben. Wir haben es versucht und es ist uns gelungen, den Schützenbruder Winfried Treves mit dieser Nadel auszuzeichnen. Foto. Können wir das eben fotografieren, bevor wir abgehen? Ja,
Schützenschwestern, Schützenbrüder, Stillstand! Fahne, Marsch! Den Ton bitte an dich. Schützen dieser Gleichheit, das Geld.
uns noch die Ringe. Wir stellen den Mann schön rein. Das ist ja die schwarze Hochrechnung. Was kostet der? 130 Liter kommt er nicht. Schützenschnüre da, Bauch. Mindestringzeit 135. Helga Schielbach mit 137. Schützenschnüre Damensilber, 15 Schuss. Stefanie Barkay, 131. Die ist nicht da. Steffi ist auch nicht da. Die gehen alle. Steffi ist auch nicht da. Eisen zu Schützenschnüre, Herrengold. 15 Schuss ausgelegt, 138 ist Limit. Erste 144 Ringe Reinhold Maas. Oh! Zweite Horst Kölkenheim, 143. Horst. Bis mit 1142. Eigen zu Schützenschuhe, Herren Silber. Ruhe! Andreas Borwick, 141 Ringe. Wolfgang steht da, 140 Ringe. Marc steht da, 136 Ringe. Eigen zu Schützenschuhe, Damengold. 15 Schuss ausgelegt, 135 ist Limit. Ruhe! Rita Dees mit 136 Ringen. Eigen zu Schützenschuhe, Damensilber. 15 Schuss ausgelegt. Ursula Stittner mit 134 Ringen. Dagmar Hartmann, 131 Ringe. Und Rosi Lindendamm, 127 Ringe. Ich komme zu dem Pokal. Gaga-Pokal, 30 Schuss ausgelegt. 30 Schuss, wir haben dieses Jahr das erste Mal stehend geschossen. Weil die meisten Leute, die älter sind bei uns, die können da liegen nicht mehr so gut. 30 Schuss liegen, stehen. Horst Bürgenhans, 289 Ringe. Hey. Oh, der Regisseur hat geholt. Schiebung. Schönes Ehrenpreis, Herren, 30 Schuss. Luftgewehr ausgelegt. Reinhold Maas mit 290 Ringen. Eine Karaffe mit 6. Die anderen sind drin. Und wo ist die Füllung, Reinhold? Wo ist die Füllung? Hallo, ein, lass mal. Rita Dees mit 192 Rennen. König Ehrenpreis für Jungen, 15 Schuss. Das haben wir aufgelegt. Dennis Gürstenmeier, 130 Ringe. Herzlichen Glückwunsch. Damenpokal, 20 Schuss aufgelegt. Dennis Gürstenmeier, 185 Ringe. Labyrinth Seniorenpokal, über 50 Jahre. War auch 20 Schuss aufgelegt, Reinhold Maas mit 194 Ringen. Ich kann nicht anders. Tagsmittag. Reinigst Tags mit so. Also wie lange man schon nie mal. Alle Ausgezeichneten, bitte einmal zum Foto. Bitte, Brüder, wir bedanken uns bei unserem Königspaar und seinem Thronfolge für den Umzug hier heute Nachmittag. Und auch bei unserem Schützenbruder Reinhold, der seine Freundlichkeit wieder zur Verfügung gestellt hat, mit einem Dreimal-Krempieren. Hallo! 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 Hussa! 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 Hussa!
Schützenschwestern, Schützenbrüder, Freunde und Gäste des Schützenvereins, ich begrüße Sie hier heute bei so einem herrlichen Wetter und heiße alle recht herzlich willkommen. Ganz besonders begrüßen möchte ich natürlich unser Königspaar mit ihrem Throngefolge, Eberhard und Marie Täuber. Und ich muss sagen, ich habe gestern mit ihm gesprochen und er meinte, das Wetter, das wäre so gut, er möchte doch noch ein Jahr dranhängen, wenn wir damit einverstanden wären. Aber es nützt auch nichts an der Tatsache, wenn es auch am schönsten ist, dann muss man wieder abtreten, so wie jetzt auch bei jedem weiterhin sein. Ich begrüße auch ganz herzlich den Spielmannszug Hasewinkel unter der Leitung von Dieter Korder. Ferner bedanke ich mich bei der Polizei, die uns sicher hier hingebracht hat. Schützenschwestern, Schützenbrüder, wir fangen jetzt gleich sofort mit dem Schießen an. Das Königspaar wird das Schießen eröffnen und jeder bekommt dann einen Schuss, Schuss um Schuss, bis die Utensilien gefallen sind. Das heißt Krone, Zepter, Apfel. Wir fangen jetzt sofort mit dem Schießen an und anschließend die Fahnenabordnung und Königspaar der Kapelle zum Thron. Hier haben wir noch ein paar Schuss hier. Weißt du, wie das geht? Nummer 2! Nummer 3! 4! Werner! Hier hinten, ganz vorne! Aber es ist schon mal ein Die Krone erlangt unser Schützenschwester Dietrich Hökelhans. Moment, wir müssen jetzt umstellen. Ne? Das war doch jetzt richtiges Nest. Meine Damen und Herren, liebe Sunderaner Schützinnen und Schützen, liebe Schützenfestbesucher, bin in der Tat in diesem Jahr ein bisschen spät dran, weil ich gerade vom Kreisfeuerwehrverbandstag in Hörstekonne, aber deshalb nicht minder herzlich dem Schützenverein Falke Sundern. Herzliche Grüße von Rat und Verwaltung der Stadt Gütersloh. Wir freuen uns, dass nun, glaube ich, ist es das zweite Mal auf diesem Gelände das Schützenfest, das traditionelle Schützenfest des Schützenvereins Falke Sundern stattfindet. Ich freue mich insbesondere darüber, dass offenbar in diesem Jahr der Wettergott den Sunderaner Schützen etwas günstiger gesonnen ist, als das in den letzten Jahren ja der Fall war. Ich wünsche Ihnen allen für das Fest noch recht viel Vergnügen, dem Schützenfest einen guten Verlauf
und hoffentlich haben wir dann in nicht allzu langer Zeit hier auch einen neuen Schützenkönig, eine neue Majestät für Sundern. Herzlichen Dank, viel Spaß weiterhin. Dankeschön. Dankeschön, Herr Bürgermeister. Der ist aber krank. So ein schönes Loch. Habe ich dir auch Frank Pauli gesagt. Mama, guck mal. Hat er gar nicht mitgekriegt. Nee, der war noch Ehre. Ich die Knarre gerade ein bisschen anders. Guck mal, wo er jetzt hingeht. Guck mal. Noch weiter nach rüber. Mittendrin. Immer noch genau in der Mitte. So, du musst dir jetzt eine Zähre verdrücken. Zieh richtig das Blut aus dem Kopf jetzt. Ja, ja, ja. Mal richtig blass werden. Liebe Gäste, der Schützenverein Sundern hat einen neuen Schützenkönig. Es ist unser Schützenbruder, Karl-Heinz Bittner. Aber du kannst einmal da und einmal da. Ja, ja. Ja, da kommt mal. Du hast ja vorne. Thank you.
begrüße Sie zu unserem Schützenfest und heiße alle recht herzlich willkommen. Ganz besonderes begrüße ich offiziell zum letzten Mal unser Königspaar Eberhard und Margit Teuber mit ihrem Throngefolge. Und ich kann nur sagen, es hat mir einen riesigen Spaß gemacht, euch ein Jahr lang begleiten zu dürfen. Des Weiteren begrüße ich unsere Gastvereine, den Schützenverein Nordhorn mit ihrer Königin Karin Ückmann, König Arno Rietz sowie den ersten Vorsitzenden Otto Ilemann. Oh. Des Weiteren begrüße ich die Stadtschützen der Gütersloher Schützengesellschaft mit ihrem König Günther III., Königin Monika I. Burgenklaas mit ihrem ersten Vorsitzenden Günther Knob. Komm, wieder mal schön nach links oder nach rechts. Des Weiteren begrüße ich den Schützenverein Pafenstedt mit ihrem König Albert Fenherm und ihrer Königin Christel Ledebur. Ganz besonders begrüßen möchte ich unseren direkten Nachbarverein, den Bürgerverein Sundern, mit ihrem ersten Vorsitzenden Willem Buschbrand mit Gattin. Liebe Schützenschwestern, Schützenbrüder, werte Festgäste, es ist wieder soweit. Der Höhepunkt des Vereinsjahres ist da. Bevor wir aber gleich zur Proklamation kommen, möchte ich den heutigen Abend unter dem Motto stellen: Nimm dir Zeit für deine Freunde. Das hilft, die Lasten des Alltags zu tragen. Unser Fest soll Jung und Alt näher bringen und alte Bekanntschaften vertiefen und neue verknüpfen. Aus dieser Perspektive heraus kann die Begegnung im Verein für den Nächsten zur Lebensorientierung des Anderen werden. Der Schützenverein Sundern möchte nicht nur an den drei Schützenfesttagen, sondern auch das ganze Jahr über gesellschaftliche und nachbarschaftliche Begegnungen festigen und lebendig erhalten. Er ist aber auf Ihre Unterstützung und Begeisterung angewiesen. Nur so ist die Währung des Schützenvereins gesichert. So dass auch unsere Kinder morgen, wie bereits unsere Väter, Schützenfeste feiern, Freundschaften untereinander pflegen können. In diesem Sinne wünsche ich uns allen für den heutigen Abend recht viel Vergnügen und dem Fest einen guten Verlauf. Dankeschön. Bevor wir zur Proklamation kommen, bitte ich nun folgende Schützenschwestern und Schützenbrüder vorzutreten. Und es ist mir eine ganz besondere Freude, dass die Damen so hervorragend mitgeschossen haben. Sie haben praktisch fast alles abgestaubt, was abzustauben ist. So errang die Krone die Lind Bögenhans. Das Zepter Burkhard Stickling und den Apfel Gabi Jäger. Von dieser Stelle aus meinen herzlichsten Glückwunsch. Gemäß guter alter Sitte haben wir unsere Kräfte miteinander gemessen. König sein ist zwar eine Ehre, aber auch eine kleine Last. Darum wäre es unbillig, wollten wir nicht alles tun, um unseren lieben König Eberhard und unserer Königin Margret nach einjähriger Regierungszeit heute von Kette und Krone zu befreien. Wir bedanken uns bei unserem scheidenden Thron mit einem dreimal kräftigen...
verdienten Königsorden. Nach hartem Kampf, der zweite Vorsitzende Karl-Heinz Bittröbe. Zur Königin erkor er sich Ingrid Werner. Hiermit proklamiere ich euch als neues Königspaar von Falke-Sundern. Ich bitte nun, die äußeren Zeichen der Königswürde zu überreichen.
Thank you.
und König Josef Digges. Die Schützen der Ortschaft Gütersloh mit ihrem Vorsitzenden Günter Knob, König Günter Bogenblas, Königin Monika Bogenblas. Den Schützenverein der Nordhorn mit ihrem Vorsitzenden Otto Ehemann. König Arnold Rietz, Königin Karin Bückmann. Der Schützenverein Ostfeld mit ihrem Vorsitzenden Dieter Dreier. König Hannes Schuckstelle, Königin Martin Schuckstelle. Ich wünsche allen hier im Zelt ein paar schöne, fröhliche und unterhaltsame Stimmung. Liebe Schützenschwestern, Schützenbrüder, möchte Sie bitten, einmal von den Tischen, von den Stühlen zu erheben, da wir unseren Kameraden gedenken und anschließen das Deutschlandlied. Fahren nach Ordnung, Stillstand, das Gewehr über. Präsentiert das Gewehr, senkt die Fahnen. Das Gewehr über! Gewehr